gemacht. Ja, und jetzt geht es bei uns weiter mit eben den Bürgerinnen und Bürgern von Stadt Bern. Wir haben nämlich sie gefragt, arbeitet ihr eigentlich gerne im Homeoffice? Also ich denke, die Homeoffice machen können, das Potenzial ist einfach das, dass sie weniger reisen. Sprich, man braucht weniger Autos, der ÖV halt auch weniger. Angst ist auch einfach die Sozialisierung, dass sie Angst haben, die Leute sind weniger sozial. Also ich finde es effizient, weil man zum Beispiel eben den Arbeitsweg einspart. Aber ich muss schon sagen, ich vermisse Begegnungen mit den Leuten. Und die können auch die Kommunikationsmittel nur beschränkt ersetzen. Also auch wenn wir Sitzungen mal haben wollen, über Zoom machen, das ist schon nicht das Gleiche, wie wenn man die Leute live sieht. Das ist irgendwie für mich komplett unbefriedigend. Das machen auch meine anderen vom Label, die Meetings abheben. Und ich halt probiere mich da drauf zu halten. Für mich ist es nicht, ich bin lieber, ich sehe ihre Augen oder jetzt sehe ich nicht mal das Gesicht. Von dem her ist das auch noch ein bisschen blöd. Ich habe einen Beruf, den ich das nicht kann, ist auch im Verkauf. Und da muss ich noch analog im Laden stehen. Es ist sicher schwierig, das Familienleben unter einen Hut zu bringen. Wenn man gerade Kind hat, habe ich sehr viel, ja, da gibt es mal Schwieriges gehört, Homeschooling und das Organisieren, das ist sicher sehr, sehr schwierig, genau. Also das Potenzial, es gibt eben schon Freiheiten. Angst, es ist also mal das Soziale, wird schwieriger, oder? Also wirklich der direkte soziale Kontakt und Austausch. Plus auch könnte ich mir vorstellen, dass man, dass je nach Typ Menschen geneigt ist, mehr zu machen, als er sonst macht. Ja, es ist einfach, glaube ich, mehr so ein bisschen zu trennen vom Privaten und vom Arbeiten her ist, glaube ich, einfach recht schwierig dort und ich finde es recht schade, wenn man das dann muss vermischen. Neue Arbeitsformen, das ist jetzt unser Thema. Wir haben es jetzt gehört, eben bei dieser Umfrage, es ist ein Thema, das natürlich auch beschäftigt, zwangsweise. Wir sind wieder in der Phase, wo eine Homeoffice-Empfehlung gilt. Und über das wollen wir jetzt reden. Ich habe einen neuen Gast bei mir, der Philipp Roth ist immer noch da, neu bei mir, aber der Dominik Mösching, er ist ein Personal- und Organisationsentwickler bei Stadt Bern seit Mai 2020. Also Dominik, eigentlich fadengerade eigentlich in diesen riesen Shift reingekommen. Geht so angefangen. Wie geht's dir? Bist du erschöpft? Nein, überhaupt nicht. Nein. Merci, für das ich hier sein darf. Klar, die ersten zwei Monate bei Stadt habe ich 100% Homeoffice gemacht. Nachher ist es langsam wieder ein bisschen ins neue Normal. Und jetzt sind wir zurück, ähnlich wie dort, was es angefangen hat. Der Vorteil ist, wir kennen es jetzt schon ein bisschen besser, weil wir es schon mal erlebt haben. Wie war das? Eben, gerade wenn man eine neue Stelle anfängt, stelle ich mir das extrem schwierig vor. Der Philipp hat es vorhin gesagt im Panel. Die Kaffeegespräche, oder? Das zwischen Stuhl und Bank sein, wo ja manchmal auch noch schön ist, weil man vielleicht manchmal über Iberet oder über SCB oder über das Wetter, das fehlt ein bisschen im Homeoffice. Siehst du das auch so? Es fehlt ein bisschen, aber man kann es, glaube ich, relativ gut sozusagen nachbauen. Also wir haben in meiner ersten Woche gerade Kaffeegespräche über Zoom drinnen gehabt. Man muss es einfach explizit planen. Das ist ein bisschen schwierig, oder? So ein Tür- und Angelgespräch, was ja so der Kit vor der Organisation ist. Ist manchmal schwierig, das einfach wirklich auf einen Termin abzumachen. Aber es geht schon. Also zu weiten Teilen kann man es machen. Hat ihr das auch so gehabt, bei den Leuten? Ja, Kaffeegespräche oder Bierrunden über Zoom? Definitiv. Bierrunden am Morgen und Kaffeegespräche. So. Nein, Spass beiseite. Also, ich glaube, wir sind uns von der Organisation vielleicht ein bisschen eher gewohnt, dass wir eigentlich in dem Sinn schon via Konferenzschaltungen miteinander reden. Das war eigentlich sehr positiv gewesen. Aber es ist durchaus eigentlich eher mental für die Leute relativ schwierig gewesen. Also sprich, wir haben doch relativ viele Leute, die bei uns arbeiten, wo wir das sehr gut mitbekommen haben. Und dort muss man vor allem investieren, die Leute wirklich aufbauen. Neben dem Kaffee auch fragen, wie geht es dir, wie geht es im Umfeld, wie geht es der Familie. Und das ist sicher ein sehr wichtiger Punkt. Ja, und nicht zuletzt sind es aus meiner Sicht auch immer praktische Fragen. Ich meine, ja. Hat die Person oder die angestellte Person, hat die daheim genug Platz? Ja. Für ein Homeoffice hat die einen Screen. Mhm. Kann die Türen zutun, dass zum Beispiel Kinder, die auch daheim sind, nicht immer stören? Wie hast du das erlebt bei deinen Mitarbeitenden? Ja, ich habe es eigentlich sehr schön gefunden, dass es eigentlich eine gute Durchmischung gegeben hat. Also ich glaube, man hat Mitarbeiter fast noch ein bisschen besser kennengelernt. Man hat gesehen, ja, was hat er hinten an der Wand, was hat er für Bilder. Es hat auch gute Diskussionen gegeben. Es ist vielleicht mal ein Kind durch das Büro durchgerannt. Und von dort her gesehen ist es eigentlich fast noch mal ein Mehrwert gewesen, dass man ein bisschen hinter Kulissen gesehen hat von den Leuten und sie eigentlich noch mal ein bisschen anders kennengelernt hat. Also für mich doch auch spannend, obwohl es muss nicht die nächsten
zwei Jahren so weitergehen. Es ist sehr spannend und wir haben vorhin gehört in der Umfrage, wie es den Leuten geht, aber wir wollen auch von euch, die jetzt zuschauen, hören, wie es euch geht. Wir haben eine Umfrage gestartet bei uns im Player. Wie oft arbeiten Sie diese Woche im Homeoffice? Ihr könnt euch dort einwählen und dann geben wir die Resultate später bekannt geben. Dominik, eben das praktische Problem, oder? Das ist auch bei unserer Firma, bei Newsroom, wir sind nicht riesig, wir haben 16 Mitarbeitende, aber das war auch das Thema. Mhm. Kann ich den Monitor aus dem Büro holen? Kann ich den heimnehmen? Wie war es bei der Stadt Bern? Verschieden. Es hat Leute gegeben, die können ihre Sachen brauchen. Andere wollten es nicht. Oder haben es nicht gemacht, weil sie daheim schon ausgerüstet waren. Aber das war sicher ein Thema mit der Infrastruktur daheim, dass man dort entsprechend eingerichtet ist. Man muss aber auch dazu sagen, das vergisst man häufig. Die Stadt Bern ist ja wirklich ein Multibranchenbetrieb. Die Hälfte der Leute bei der Stadt arbeiten gar nicht im Büro, gar nicht am Computer. Also das war nochmal ganz eine andere Herausforderung, oder? Wie du in der Kita bist, wie du gehst Güter entsorgen oder in den Stadtparks. Dann musst du gehen und nachher ist sehr die Frage, jetzt sogar wieder akut, oder? Was ist, wie ein, zwei, drei Leute in der Quarantäne oder Isolation sind? Dann sind andere Organisationsfragen, die kommen. Aber ja, sicher, auf der Seite von denen, die im Büro sind, ist die Infrastruktur definitiv ein Thema gewesen. Finde ich aber noch spannend, bleiben wir mal dort schnell, weil wir haben auch noch ein Video von SBB, das ähnliche sag ich mal, Probleme hat müssen lösen. Leute, die einfach wirklich auf Platz müssen arbeiten, die Züge müssen ja gefahren werden. Wie habt ihr das gelöst, eben organisationstechnisch, dass ja, die Pärke geputzt werden, die Küder geklärt und geholt werden, in Situationen, wo du eigentlich, sind wir ehrlich, Dominik, wir können nicht planen, was morgen ist. Gut möglich, dass morgen du oder ich in Quarantäne sind. Mhm. Ja, also das braucht sicher mehr Fokus auf die Organisation. Es braucht halt eine Eventualplanung, was möglich ist, oder? Ein Plan B. Das ist etwas, wo Teams und die Führungskräfte dort aus meiner Sicht, also das Wenige, was ich seit dem Mai gesehen, sehr gut machen. Ich kann es vielleicht erläutern an dem, was wir bei uns machen. Oder? Bei uns war der Plan B jetzt, falls die zweite Welle kommt, stellen wir sehr schnell um auf alles digital. Also unsere Führungsausbildungen, unsere Weiterbildungen. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und ich denke, das wird man so müssen weiterfahren. Also, man muss damit rechnen, dass man vor Ort sein kann, dass man vielleicht hybrid muss sein oder dass man ganz online muss sein. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, kann aber auch eine Chance sein, dass man flexibler wird im Denken. Spannend. Wir schauen jetzt kurz zu einem der grössten Arbeitgeber der Schweiz, zur SBB, und zwar zur Stefanie Escher. Sie ist dort Leiter Kultur und Leadership und erzählt uns, wie die SBB die Challenge Homeoffice hat gehandhabt. Wir sind als SBB in der glücklichen Lage, dass orts- und zeitunabhängiges Arbeiten für uns nichts Neues ist. Zudem haben wir bis Ende 2015 alle unsere Mitarbeitenden digital ausgestattet. Aber selbstverständlich, Corona hat Herausforderungen mit sich gebracht. Und Skeptiker wurden durchaus auch dazu bewegt, ihre digitalen Mittel besser zu nutzen und ihre persönlichen Arbeitsmodelle zu überdenken. Einige haben zu ihrer großen Überraschung festgestellt, dass sie nicht nur produktiver sind, sondern auch ihre Zufriedenheit und ihre Gesundheit positiv beeinflusst werden. Eigentlich keine Überraschung, denn sind wir ehrlich, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben steigt in diesen Modellen durchaus. Selbstverständlich bringt Work Anywhere aber auch Herausforderungen mit sich. Führung muss und darf mehr vertrauen. Es gilt, Spielregeln explizit abzumachen, zu vereinbaren und man muss sich auch ein bisschen besser und bewusster abgrenzen. Für die SBB als Transportunternehmen bringt Work Anywhere viele Chancen mit sich. Zum Beispiel, dass sich die Pendlerströme nicht mehr auf diese klassischen Zeiten morgens und abends konzentrieren und die Nachfrage sich besser verteilt. Für unsere Kundinnen und Kunden die Chance, dass ihr gefühlter Komfort steigt. Und für die Stadt Bern? Ja, die Stadt Bern kann sich natürlich positionieren mit attraktiven Coworking Spaces an zentraler Lage, die einen Ort der Begegnung ermöglichen, des Austausches und wo Randzeiten oder auch die Zeit zwischen Meetings effizient genutzt werden kann. Es bleibt für uns alle zu hoffen, dass wir die Lehren, die wir gezogen haben in dieser Krise, auch nach Bewältigung der Krise beibehalten. Ich wünsche Ihnen allen dabei ganz viel Erfolg. Ja, merci vielmals, Stefanie Escher. Dominik, ich komme zu dir. Sie hat davon geredet, dass man die Chancen packen soll, dass man das mitnehmen soll, was gut ist in dieser Krise. Sie hat von Coworking Spaces geredet in der Stadt Bern. Was denkst du, wie konkret ist das möglich, was sie vorschlägt, Stefanie Escher? Das ist auf jeden Fall in der Stadt Bern möglich. Es gibt auch Beispiele. Zum Beispiel das Stadtplanungsamt hat, also schon letztes Jahr war es, aber es
ist jetzt das Beispiel, für was man heute machen kann. Haben nach dem Umzug eigentlich Begegnungszonen eingeführt, haben auch Deep Work Zonen eingeführt. Das klingt schon ein bisschen nach Google, ist aber die Berner Stadtverwaltung. Das steht für mich auch dafür, dass man halt jetzt sogar in dieser Krise nicht nur sich überlegt, ja, analog, digital, physisch, virtuell, sondern auch die physischen Arbeitsräume reflektiert und hinterfragt. Für was brauche ich denn eigentlich den Raum im Büro? Ist es ein zu Büro zielführend? Oder für das, was ich dort machen kann? Wir reden ja auch wieder davon, was verlieren wir im Digitalen? Der Austausch, die Nähe, die Kreativität. Wenn ich das fördere vor Ort, dann brauche ich vielleicht andere Arbeitsräume. Und das ist sicher auch ein Dialog und eine Diskussion, die wir zunehmend führen über Stadt. Ist das etwas, was bei den Leuten eben auch das Thema ist? Erstens mal bei euch in der Firma. Ja. Und zweitens auch in dieser Studie, die ihr wahrgenommen habt, dass das für die Leute wirklich eine grosse Challenge ist. Ja, ich glaube schon. Oder? Ich glaube, auf der einen Seite glaube ich schon, dass die ganzen Büroräumlichkeiten komplett umgestellt werden müssen. Also ich glaube, man hat gewisse Mühe, die Leute auch wieder zurückzubringen vom Homeoffice. Das ist eine grosse Diskussion in verschiedenen Frage, Organisationen. Das ja muss, also ob man das soll oder muss, oder? Genau. Ich glaube, eben, wie gesagt, es muss eine Mischung sein. Und dass man aber die Leute gleich auch kreativ zurückbringt, ist glaube ich, wichtig, dass man nicht Grossraumbüro hat, wo jeder schlussendlich nebeneinander sitzt, sondern dass man auch wirklich Begegnungszonen hat, wo man sich austauschen kann. Und darum glaube ich schon, dass man die Räumlichkeiten sehr stark anpassen muss und dort eigentlich die Effizienz aushalten muss. Und schlussendlich eben auch umstellen. Auf der anderen Seite sehr wichtig, eben wenn ich etwas muss in Ruhe bearbeiten muss, dass man durchaus schlussendlich mal ein, zwei Tage von daheim aus etwas erarbeiten kann, wirklich sehr tief gehen und dort sehr konzentriert arbeiten kann. Auch dort wieder eine gute Mischung macht es aus. Wir haben hier Fragen bekommen in unserem Chat. Wir sind ja, wie ihr wisst, live unterwegs. Und es ist jederzeit so, dass ihr daheim auch euch könnt melden könnt. Und ich sehe, da kommt einiges rein. Und zwar unter anderem von Frank Karlberg, der hat eine richtige Fragesalve lanciert. Das sind etwa fünf. Ich wähle jetzt mal zwei aus. Ja, eine ist gut. Okay. Und zwar fragt der Frank, Philipp, das möchte ich dir stellen. Welche konkreten Tipps habt ihr oder hast du für eine Community zu stärken, wenn sich eben die Menschen weniger an den physischen Orten treffen? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig. Und ich glaube, da können wir vor allem viel lernen von den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns. Also sprich, dass wir wirklich sie einbeziehen. Und weil die sind sich das gewohnt. Also wenn man ganz junge Leute anschaut, sogar unter 20, die kommunizieren auf verschiedenen Kanälen, die sind sich total gewohnt, ob es Skype oder Zoom oder WhatsApp oder was auch immer ist. Und ich glaube, die muss man ganz stark einbeziehen. Und von denen können wir mehr lernen, als wir denken aktuell. Dominik, hast du jetzt einen TikTok-Account eröffnet? Nein, leider noch nicht. Andere Frage, das ist auch noch spannend. Ja, auch bei der Stadt Bern, wo eben die Leute nicht alle in Büros arbeiten. Inwiefern hast du erlebt, dass Menschen abgemacht haben, sie gehen spazieren zusammen, dort über das Geschäft haben geredet? Und welche Erfahrung hast du persönlich vielleicht gemacht mit dieser Art Organisation von, oder diesem Meeting? Das hat es tatsächlich gegeben. Also, das ist auch in den Führungsausbildungen, die wir haben, zur Sprache gekommen. Das Führungskräfte haben gesagt, ich habe meine Leute trotzdem getroffen, bis das möglich war. Vielleicht mal im Park, für über etwas zu reden, wo man, seien wir ehrlich, vielleicht manchmal auch ein bisschen Schwierigkeiten hat im digitalen Umfeld, wenn es um das Feinstoffliche geht. Das hat es gegeben. Und aus meiner Sicht macht das auch Sinn. Ich finde auch, aber auch wieder hier, das bezieht sich nicht nur auf das Digitale, sondern auch auf unsere normale Arbeitswelt im Büro, auch hier sich überlegen, vielleicht macht es auch mal Sinn, statt eine Sitzung eine Stehung zu machen, oder, also ein Stand-up-Meeting auf Neudeutsch, oder vielleicht auch raus im Park gehen laufen. Gerade letzte Woche habe ich wieder gehört von einer Führungskraft, die hat ihre Personalbeurteilungsgespräche im Wald gemacht. Das ist sicher eine sehr gute Option. Wenn man das mit aufnehmen kann, eigentlich das Portfolio von den Möglichkeiten. Das ist durchaus möglich, in dem Fall, dass in Zukunft alle Mitarbeitergespräche oder Mitarbeitendengespräche mit dir bei einem Spaziergang stattfinden, vielleicht in dem Fall. Ja, wir haben sehr schöne Spazierwege hier. Das ist definitiv so. Was wir auch schöne haben oder gute haben, sind Zuschauerinnen und Zuschauer, weil die sind aktiv. Ja. Fragen kommen rein und die Umfrage ist beantwortet worden, vor allem Philipp. Ich bin nicht überrascht von den Resultaten. Die Leute, die arbeiten viel daheim im Moment. Also wir haben 57% 1 bis 3 Tage und die ganze 42%, die 4 bis 5 Tage daheim arbeiten. Das ist natürlich erzwungenermassen so in der aktuellen Situation. Aber trotzdem sehen wir, es ist eine Mischform. Also es sind nicht alle 100% daheim. Es gibt dann doch auch Leute, die noch ins Büro gehen, weil sie müssen, weil sie nicht anders können.
Ich glaube, das ist nicht überraschend für dich, die Umfrage. Nein, gar nicht. Und ich glaube, die Mischung, also da haben wir sicher auch gesehen, dass gerade am Anfang, wenn es zwungenermaßen im Homeoffice müssen sein, dann ist klar, dann ist man wirklich dort. Ich glaube, jetzt haben wir so eine hybride Situation, wo auch bei uns, oder, wo man sagt, ja, ich bin 3 bis 4 Tage vielleicht daheim, 1 bis 2 Tage muss ich wirklich ins Büro noch gewisse physische Sachen erledigen, Unterschriften machen oder auch gewisse Sachen vorwärts treiben. Und ich glaube, dort ist auch die Chancen, auch in der Studie, dass ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man wirklich auf der rechtlichen Ebene jetzt anziehen kann. Also gerade das Thema E-Unterschrift, gerade das Thema E-Voting, die ganzen Prozesse wirklich digital können, rechtsgültig durchführen. Ich hoffe wirklich ganz stark, dass das einen guten Schub gibt und das vielleicht ein Appell an Politiker, dass jetzt das Momentum eigentlich da ist. Und ich hoffe sehr schwer, dass man auch gute Sachen mitnehmen kann in Zukunft. Schönes Schlusswort von Philipp. Dominik, du bist nicht Politiker, aber deine Chefs zum Teil sind Politiker. Glas ist jetzt gleich gekommen wie der Philipp. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen. Also, für mich ist wichtig, dass man in Zukunft, wenn man von Digitalisierung redet, nicht nur über Technologien redet oder über Kompetenzen, die Technologien zu brauchen, sondern auch über die digitale Haltung oder die Haltung, die es braucht in der digitalen Welt. Wir haben es vorhin von der SBB auch gehört, oder? Führen mit Vertrauen, den Leuten die Möglichkeit geben, dort zu arbeiten, wie es eben möglich ist, von der Aufgabe her, dort zu arbeiten und dann zu arbeiten, wo sie das für nützlich und produktiv erachten. Also von Präsenz zur Ergebniskultur im Effekt. Das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Und das geht eben ein bisschen länger, als einfach zu sagen, jetzt haben wir ein neues Tool und go. Sondern damit müssen wir arbeiten, da müssen wir alle mit. Ich glaube, wir sind uns alle drei einig, das, was jetzt passiert ist in diesem Jahr, das wird Folgen haben, historische, für die Zukunft von der Arbeitsform, die wir erleben, und eigentlich auch für die Zukunft der Gesellschaft. Ich danke euch beiden, seid ihr da.